muss ich jetzt sagen, für mein Feberaufbrauchprojekt wieder die Sachen hergerichtet, die was ich dieses Monat aufbrauchen will. Und zwar sind zwei Produkte vom letzten Monat noch dabei. Und zwar ist es der Lippenstift. Das habe ich in meinem Aufbrauchvideo eh schon gezeigt, dass ich den nicht geschafft habe. Ich werde es jetzt dann im Feber noch einmal versuchen. Ich hoffe, dieses Mal klappt es. Und habe ich von Vileda dieses Shampoo noch einmal drinnen, also Wohlfühldusche. Allerdings hat es mir letztes Monat so einen Ausschlag verpasst, dass ich damit direkt wieder aufgehört habe. Aber es kann auch sein, weil ich meine Füße rasiert habe, dass ich davon eine allergische Reaktion plus Füße rasiert und alles drum und dran gekriegt habe. Dieses Monat werde ich es probieren, wenn ich mir nicht die Füße probiere. Wenn ich mir nicht die Füße rasiere. Ich habe letztes Monat aber stellvertretend für das, das aufgebraucht. Genau, aber Feber wird hoffentlich das aufgebraucht. Gut, weiter geht's. Das schwierigste Produkt, glaube ich, wird dieses Mal das Haarshampoo werden. Das ist 100 ml und das ist eine volle Verpackung. Die habe ich in irgendeiner Box, glaube ich, drin gehabt. Ist auf jeden Fall ein Haarshampoo. Werde ich jetzt einmal ausprobieren. In einem Monat sollte 100 ml schon leer gehen. Aber ich kenne mich gar nicht mehr so aus mit Haarshampoos, weil ich immer Seife benutze. Oder sehr, sehr oft Seife benutze. Dann habe ich von Clinique diesen Make-up-Remover reingehaut, weil ich mir doch sehr oft schminke. Können so eine Verpackung leicht am leer werden. Da sind 30 ml drinnen und ja, mal schauen, wie gut dieser Make-up-Entferner ist. Ich bin schon gespannt. Von Clinique habe ich noch gar keinen Make-up-Entferner benutzt. Ich habe, glaube ich, hochpreisig, außer von Lancôme, eigentlich noch nie gehabt und der von Lancôme war schlecht. Genau. Also der hat mein Make-up überhaupt nicht runtergeholt. Und dann habe ich mir dieses Mal drei Masken reingehaut, weil ich mir gedacht habe, meine Haut könnte ein bisschen, entschuldige, Pflege verbrauchen. Und zwar so eine lustige Maske mit einer Katze drauf. Das ist eine vom Primark, hat es dir, glaube ich, gegeben. Ich glaube, das ist eine Primark-Maske. Da ist auf jeden Fall Milchextrakt, Rosenextrakt und Pfefferminzextrakt drin. 15 Minuten einwirken, durchmaskieren recht schnell. Dann Anti-Spot-Maske von Venus. Ich weiß nicht einmal mehr, ob es diese Marke gibt. Und von Balea, da ist aber nur noch ein so ein Typchen drinnen. Und zwar seelenzarte Maske. Und also, da ist nur noch eine drinnen. Und die will ich auch brauchen. Und dann hätte ich wenigstens wieder ein bisschen was weniger. So, das sind die Sachen, die ich im Februar aufbrauchen will. Schauen wir mal bei meinem aufgebrauchten Video nächstes Monat, was ich wirklich aufgebraucht habe. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis dahin, für euch.